Bürgermeister diese Woche. Wir informieren wieder über unser neues Format hier, was los ist in der Gemeinde. Und ich stehe jetzt hier mit Friedrich Klanke und Fritz Thomsmeier auf unserem Mühlengelände. Und hier ist die große Baustelle. Ja, und Friedrich, erzähl mal, um was handelt es sich denn hier? Das Heuerlingshaus, was wir hier umbauen und zum Teil neu bauen, ist aus dem Jahr 1820. Und wir versuchen das denkmalgerecht, obwohl sie unter Denkmalschutz ist, herzustellen und setzen die alte Holzsiegel drauf. Die sind zwischen 120 und 150 Jahre alt. Und man kann sehen, die werden auch noch weitere 100 Jahre halten. Wunderbar. Und Fritz Thomsmeier sagt uns, wann denn alles fertig ist. Wahrscheinlich zur nächsten Mühlensaison im nächsten Jahr. Also nächstes Jahr soll alles fertig sein. Da freuen wir uns schon drauf. Vielen Dank und Ihnen eine schöne Woche.